Servusle, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Raft mit Voucher mit unserem Alterle. Schön, dass ihr wieder hier seid, Leute. Bei der Gelegenheit probiere ich gleich mal einen Tipp aus, den ich bekommen habe. Ich kann mein Alterle nämlich anschauen, das wusste ich gar nicht, Leute. Und ich finde, das sieht verdammt gut gestaltet aus, ne? Und bei der Gelegenheit habe ich mich natürlich gleich verdrückt und festgestellt, ich kann mit dem Punkt auch das User-Interface wegmachen, wieder hinmachen und mit Komma eben wieder zurück in diese Perspektive. Heute ist es fällig, Leute. Wir paddeln jetzt gleich hier rüber. Dann werden wir uns da mal umschauen. Ich bin sehr gespannt, was wir da finden werden. Ich muss nur noch mal ganz kurz gucken, essen, trinkenstechnisch. Ich habe nicht viel Zeit gehabt vor der Folge, sonst hätte ich uns schon die Nährstoffe zugeführt. Oh, komm, trink's halt leer und dann machst du hier die Flasche nochmal voll. Einmal gleich auffüllen, dann falls wir zurück müssen, dringlich, können wir hier gleich entsprechend trinken und essen. Deswegen lege ich auch schon mal was auf den Grill. So, Alterle, geile Geschichte. Ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe. Da kann ich mir den nämlich jetzt in Zukunft immer mal anschauen, auch, weißt du? Gerade, was ihr gesagt habt, wenn ich den Haikopf anlege. Wenn ich den Haikopf anlege. Sag mal, die Batterie ist die jetzt für immer futsch, oder? Wo war denn der Haikopf? Ihr habt nämlich gesagt, den kann ich auch anziehen. Das würde ich natürlich jetzt mal probieren. Bei der Gelegenheit. Ich weiß nur nicht, wo ich sie habe. Hier ist sie. Hier ist sie, die Haikopf-Geschichte. Pass mal auf. Ich lege den jetzt mal hier rein. Tatsächlich. Oh, ist das gut. Mr. Alderle. Ja, mein Müsste hab ich ja wo, Sauter. Ist das gut? Herrlich, herrlich. Vielen Dank, Leute. Den packe ich aber wieder zurück. Ich muss ihn ja nicht unbedingt anziehen. Ich habe hier schon mal alles parat gelegt, ne? Weil ich weiß nicht, was uns da drüben erwartet. Ich nehme einfach mal alles mit. Essen, trinken und dann hauen wir ab, Leute. Und natürlich noch einmal Flabber nachlegen oder zumindest irgendwas anderes, weil wir brauchen nämlich allerhand Materialien. Und je mehr ich da halt im Vorfeld schon besorge bzw. durchlaufen lasse, desto einfacher wird es später. Jetzt müssen wir nur mal ganz kurz gucken, ob unser Herr Alderle noch was Sauberes zum Essen hat. Ah ja, komm, dann hauen wir uns zwei von denen rein. Oder eine von denen. Die lege ich auf den Grill. Eine, die auch. Und einen Radiesle essen wir so noch. Wie ich immer Radieslen sage, obwohl es keine Sinn, ne? So, ich habe jetzt aber auch kein Bock zum Angeln. Ich will jetzt echt drüber gehen, Leute. Einmal hier die Geschichte drauf. Eins essen wir. Und oh, mit dem Hungerhammer jetzt halt echt ein Problem, ne? Weil halt nichts mehr da ist, weil ich halt mal wieder nichts vorbereitet habe. Lass uns mal die mitnehmen zur Versorgung, wenn wir drüben sind. Und jetzt schauen wir mal, dass wir rüberkommen. Also, boah, jetzt sehe ich das Ding gar nicht mehr. Von der Navigation her würde ich sagen, in die Richtung so ein bisschen, ne? Ich ziehe mal den Anker. Ich sollte ich mehr einschlagen noch? Ich probiere es einfach mal. Werden wir jetzt gleich sehen. La, la. So. Muss mal weiter hin, sonst sehe ich ja gar nichts, ne? Ja, vielleicht sollte ich mir aus Paddel schnappen und selbst noch ein bisschen mitrudern. Das Segel sitzt, glaube ich, schon so, wie es sein muss, ne? Ich würde es tatsächlich noch mal sanft hier rüber drehen, ein bisschen. Wir bewegen uns auf jeden Fall, habe ich am Fass gerade gesehen. Dann hauen wir kurz die Ruders noch durch. Ich gehe allerdings an die äußerste Stelle, dann sehe ich auch gleich, wenn wir dort sind. Aber wir sind schon dort. Die Frage ist natürlich, wo legen wir hier an? Zack, einmal drauf gedrückt, ist es kaputt, ne? Ah ja, guck mal hier, das passt doch. Da kann ich gleich den Anker schmeißen. Das Boot hat es von ganz... Oh, wir hängen hier fest. Schön, wie wir hier in der Kurve drin sind. Das Problem ist nur, dass ich da nicht wirklich viel mit anfangen kann. Oder kann ich das hier nochmal aufbauen? Vielleicht kann man auch an Land gehen, indem man davor schwimmt. Wow, das geht bis unter Wasser. Ha, jetzt ist das Problem. Mit dem Haifisch, ne? Wie er rumtänzelt. Normalerweise müsste man immer so laufen lassen. Er ist schon ziemlich lang auf hoher See. Lass mich mal kurz rüberschielen. Da ist auch eine Tür drin. Alterle. Komm, schwimm mal kurz hin und guck, ob du da reinkommst. Ja, da komme ich rein. Und da packt mich auch der Haifisch nicht, oder? Dann lasse ich erstmal das so, das Boot. In der Hoffnung, dass er jetzt mich in Ruhe lässt. Vielleicht können wir es tatsächlich von unten ansteuern, ne? Geile Geschichte, wie es gerade nebelig wird, dass ein bisschen Gruselfaktor mit drin ist. Komm, Anker raus. Wir probieren das mit Tauchen. Geil, ich freue mich jetzt voll drauf. Ich bin mal gespannt, was wir da finden werden, ne? So, dele, camo. Das ist mit Sicherheit der Fisch, aber wo? Oder ist es wieder das Geräusch, wenn ich dran klebe, ne? Anker ist gelichtet, Segel sind oben. So muss es sein. Lass mich kurz überlegen. Ja, wir gehen jetzt einfach rüber. Ich hau jetzt den Paddler hierin. Und jetzt nehme ich mir noch das Essen. Das müsste eigentlich reichen für den kleinen Trip, oder?
Ja, komm. Jetzt wird es Zeit, dass ich hier wieder nachpflanze. Hört sich so an, als wäre der Fisch irgendwo, ne? So, Leute. Dann ist alles gerichtet. Anker ist draußen, Segel ist eingeholt. Wir können da unten durchtauchen. Ich habe nochmal was zum Essen geholt. Na, ich bin sehr gespannt jetzt. Schwupp die Kartoffel rüber. Das Radiesel noch gefuttert und dann ab rein in die Stube. Komm, jetzt geh mal rüber. Jetzt bin ich selber total wild drauf. Lum, li, lum. La, 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 lum. Nochmal den Anker prüfen. Prüfe, wer sich ewig ankert. Ha! Das muss ich nachher reparieren. Ah, da hat er auch schon wieder rausgebissen hier mittendrin. Der Sack. So, Leute. Jetzt hoffe ich, dass wir es überleben. Ist das was, was ich brauche? Nee, ist Klima. So. Muss jetzt bloß wegbleiben, der Kollege. Kann ich nichts auf... Aufheben kann ich hier nichts im Moment, ne? Und auch nicht mit dem Haken. Oh, es sieht so aus, als... Guck mal. Kiste aufnehmen? Oh, da muss eine Kiste gewesen sein hier drin. Krass. Jetzt ist halt das Problem, du kennst dich nicht aus. Du weißt ja beim ersten Mal nie, was brauche ich alles. Guck dir die Büroräume an. Jetzt sind wir wieder draußen, ne? Ist das krass, aber... Vielleicht sollte ich mal Taucherzeugs anziehen. Ich nehme nämlich auch an, dass der Haifisch uns hier trotzdem irgendwie erwischen kann. Hier ist auch nochmal eine Tür. Ich gehe rein, bevor er kommt. Ich hoffe, der glitscht hier nicht durch. Hier ist was. Nee, kann man nichts. Irgendwo hier. Wieder eine Kiste. Ah, manche Sachen kann man hier einfach einsammeln. Oh, ich muss raus Luft holen. Oh, oh, Panik. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo es rausgeht. Oh, Alterle. Alterle. Tut mir leid an der Stelle. Junge, Junge. Okay, wie viele Inventarplätze habe ich noch? Geht. Gehen wir nochmal rein. Da kann man voll viel looten, ne? Oh, das ist schön. Wo wir viel looten können. Dann können wir auch viel bauen damit, ne? Sehr geil. Sowas müsste es jetzt öfter geben hier überall. Solche Lootstationen. Ich glaube, hier habe ich alles rausgesucht, ne? Da kann man nichts machen. Problem ist aber immer noch. Ich hab mal. Es geht nicht, dass ich mir noch ein kleines Ersatzfloß baue, ne? Wir müssen halt irgendwie, ohne dass der Fisch uns tötet. Da komme ich nicht raus. Ich hoffe, dass er uns in Ruhe lässt. Ich gehe mal rüber. Ich linse nochmal. Jetzt müsste der Nebel weg. Ah, hat er mich erwischt. Hat er mich erwischt, die Ratte? Guck mal, kommen wir. Von da? Da ist doch eine Aussparung, ne? Ist das krass, Leute. Ich will halt oben hin. Ich müsste tatsächlich das Floß nochmal umlenken, glaube ich. Beziehungsweise einen Versuch mache ich noch. Wir haben ja ein bisschen Leben. Wenn ich hier versuche, hochzuhüpfen. Geht nicht, ne? Ne, wir paddeln lieber rum, Leute. Bevor ich uns töte, ne? Weil hier ist nichts mehr. Aber da haben wir jetzt, glaube ich, auch alles rausgesucht. Die Kisten und die Schränke und die ganzen Räume, das haben wir soweit leer. Hier unten waren wir drin. Nächste Frage wäre, ist hier nochmal was, wo man rein kann? Nee, hier steht es einfach auf seinen Foundations. Und überzeugt durch Eleganz und Glanz. Geh rein. Nee, ich fahre jetzt einfach vorne dran hin. Ich kann ja mit dem Boot hin und her navigieren. Ein bisschen werden wir noch abkriegen. Nee, hat's geschafft. Gut gemackete Alterle. Jetzt hole ich mir aber gleich ein bisschen Material zum Reparieren vom Floß. Nicht, dass wir dann hier wieder weggehen und das Floß ist schon nur noch die Hälfte, ne? La, la. Ich nehme mir ein bisschen Holz und ein bisschen Plastik. So soll das sein. Und weißt du was, mein Freund? Dieses Knirschen, da denke ich halt immer, es ist der Fisch. So. Guck mal, was wir jetzt schon abgestaubt haben hier. Ist ja Wahnsinn, ne? Drei Metalle. Glas habe ich oben drin. Flabber war dabei wohl. Boah, ist das gut. Ist das gut, Leute. Das freut mich saumäßig, solche Loot-Geschichten hier. Das mag ich jetzt wieder unheimlich. Ja, guck mal. Dann kannst du doch die essen und die essen. Dann haben wir gleich schon wieder ein bisschen Material im Bauch. Bin gespannt, was oben noch ist. Jetzt habe ich die Kartoffel gegessen. Die wollte ich eigentlich draufhauen auf den Grill. Haben wir soweit alles ausgeräumt, ein bisschen Schrott ist noch da, ein Paddel kann noch wieder weggeräumt werden, beziehungsweise lass es drin, vielleicht brauchst du es gleich, Schrott war hinten drin, Schabübbel.
Und dann haben wir gesagt, wir reparieren noch ein bisschen. Dann ziehe ich den Anker gleich nochmal raus. Ja, man muss sich schon um sein Flößle auch kümmern. Sonst hast du Floß gehabt, ne? Hier ist dicht. Und irgendwo hat er mir noch was rausgebissen. Hier ist alles soweit okay. Hier war ein Netz drin oder ist ein Netz drin. Passt alles, passt alles. Okay, Leute. Anker gelichtet. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das navigiert bekomme. Ich würde tatsächlich von hinten her ranfahren wollen. Das heißt, ich mache das Segel raus und erstmal in die Richtung, ne? Halt, nicht immer mit dem falschen Knopf. So, erstmal ein bisschen weg von der Insel, bis wir nicht mehr eingekeilt sind. Ich hoffe, dass ich gegensteuern kann, weil im Moment verlieren wir tatsächlich. So, und jetzt möchte ich eigentlich in die Richtung. Er macht es ziemlich langsam zwar, aber er macht's, ne? Ich könnte jetzt auch mit dem Ruder nachhelfen. So, Digga, und jetzt muss es so. Ich werde wahrscheinlich sogar mit dem Ruder wirklich nachhelfen müssen. Das ist aber kein Problem. Ich habe ja jetzt überall Zugänge geschaffen hier. Ja, komm, dann helf nach. Geh mal auf die 9. Und dann Ruder. Zumindest bis wir dran vorbei sind, ne? Wenn nicht, muss ich tatsächlich mit Schwimmen irgendwie versuchen. Ja, als weiter. Ich wüsste mir jetzt nicht anders zu helfen. Wir müssen nämlich auf die andere Seite, glaube ich, rüber, dass wir oben hinkommen. Muss ich. Den Punkt brauche ich nicht. Also jetzt einfach mal geradeaus und dann das Segel rübergeschnallt, dass wir hinten rum durchpaddeln, ne? Ja, dann navigieren wir mal hin. Unten haben wir jetzt schon ausgeräumt soweit. Finde ich super. Und es war auch nicht umsonst, ne? War Metall drin, Glas war drin, Flabberle. So, hier kurz rübergeschnalzt. Nimm mal den Haken in die Hand. Und jetzt orientiere dich mal. Du musst jetzt erstmal so. Ist natürlich jetzt auch immer eine Windgeschichte, ne? Wenn du so machst, müssten wir eigentlich zumindest vom Segel ein bisschen Unterstützung haben. Ansonsten würde ich hier nochmal weiter paddeln. So. Ah, ist jetzt nicht ideal, das dauert jetzt einen kurzen Moment. Aber wir schaffen es zumindest dann auf die andere Seite zu kommen. Da oben ist auch Elektrik in Form von Windkraft. Das wäre natürlich krass, wenn man sich sowas holen könnte, statt der Batterie dann später, ne? Ja, das schaffen wir jetzt, Leute. Ich finde es total gut. Los mit mir schauen. Ja, super. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Jetzt nochmal hier zwei, drei Paddler in die Richtung. Dann sind wir drüber hinaus. Nochmal. So, jetzt bin ich direkt mit dem Wind. Oh ja, das ist gut. Nochmal. Jetzt muss ich gucken. Oh, da gucke ich von oben. Das Segel würde ich jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen. Der Haifisch beißt gerade da hinten, aber ist egal. So, Leute, guckt dir das an, wie wir hier ganz gemütlich langchippern. Ja, da müssen wir halt oben drauf. Die Frage ist, ob ich oben drauf komme. Da hinten scheint eine Leiter zu sein. Machen wir Segel reingeschwind. Und ankern mal den Dinger geschwind. Ha, es kann sein, dass ich jetzt zu weit raus bin schon. Nö, nee, es passt noch, genauso habe ich es mir vorgestellt. Ich nehme nämlich an, dass ich jetzt hier ganz locker auf die Plattform drauf komme. Naja, ganz locker nicht, aber brauche ich eigentlich nicht viel machen. Guck mal, vielleicht schaffst du es. Jo, ich bin oben, Leute. Das heißt jetzt für mich aber nichts anderes, wie ich penne kurz. Dann essen wir nochmal und dann schauen wir die nächste Ebene an. Nö, kann sein, dass wir in der nächsten Runde noch unterwegs sind auf dem Ding. Aber ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Das macht nämlich saumäßig Spaß. Hast du was draufklickt zum Essen? Sehr gut, mein Freund. Hol dir mal da drin noch was ab. Die Kartoffeln sind schon nachgewachsen. Das flutscht halt hier. So, mein Freund. Ah, ich müsste eigentlich auch wieder angeln. Dann mal wieder ein Stück Haifisch holen. Leer es aus. Hol Süßwasser. Leer es rein. Salzwasser. Dann trink's. Salzwasser füllen. Süßwasser blanken. Blanken. Da haben wir es jetzt drauf. Trinken wir uns erstmal voll. Meine Lieben, da gehen wir jetzt gleich weiterschauen, da freue ich mich doch drauf. Wo ist eigentlich die epische Musik heute? Die kommt, glaube ich, immer nur zum Schluss irgendwie. So. Verzeiht mir, dass ich mich hier mal auch gleich immer direkt um Wasser und Dings kümmere, ne? Das ist einfach eine Investition an Zeit,
die sich dann auszahlt, indem du lebst. Ich werde mir dann noch einen zweiten bauen, glaube ich, gerade für solche Unternehmungen wie heute, dass man dann halt in der Folge einfach abschöpfen können. Ne? So, mein Freund, dann brauchst du hier noch das noch. Das mit dem Essen wird nichts. Ich würde mir gerne kurz einen Fisch fangen, wenn ich noch eine Angel habe. Nee, dann baue ich mir eben eine. Ich brauche noch 8 Seile, die haben wir. La la, la la lum. Schöne Geschichte, das Spiel. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann wollte ich hier noch kurz den Flabber umswitchen. Und zwar hier rüber. 10 Flabber. Kupfer müssen wir wieder suchen gehen. Ich würde sagen, wir hauen uns noch Metall durch. So, meine Lieben. Die Angel. Also kommen gerade 2, 3 Fischlein, dann hauen wir die auf den Grill, dann können wir auch ein bisschen länger unterwegs bleiben gleich, ne? Machen wir die untere Ebene, ich gucke, ob ich hochkomme, vielleicht müssen wir da auch nochmal anbauen. Da hinten hat er noch rausgebissen. Ist aber noch keine Schwachstelle in Form von Engpass oder so. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier noch abkriegen. Guck mal, haben wir schon Heringle. Anker ist raus, ne? Segel sind drin, alles gut. Oh, da freue ich mich jetzt auch drauf. Wir haben ja sehr viel Material gesammelt jetzt die letzte Runde. Wir werden jetzt auch hier weiterbauen morgen, ne? Oder übermorgen. Wenn wir halt hier wieder abheben oder ablegen. Abheben ist gut. So, mein Freund, einmal der Fisch hier. Und dann die Bräse, würde ich sagen, hier drauf. Dann würde ich sagen, die Kartoffeln essen wir. Die lege ich dann gleich drauf. Und dann müsste eigentlich soweit alles erledigt sein. Ich hole mir mal hier noch geschwind Material. Na, na. Wo sind jetzt die Kartoffels? Hier. Zack. 1, 2, 3. Dann haben wir... Leer das mal weg, da ist schon das Salzwasser drin. So, das ist auch gleich erledigt, siehste. So sind wir halt. Immer gleich alles erledigen. Gewässert ist. Hier kann nachlaufen. Die... Da habe ich Scheiße gebaut offensichtlich, aber ist ja kein Problem. Ein Fischli hier, das andere Fischli hier. Der ist schon durch, Leute. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Nee, nee, nicht so viel trinken. Du sollst essen. Das war so mein Ansinn. So, die Kartoffel, die kann dann hier drauf. Der ist auch gleich fertig. Fischle noch essen. Ja, guck mal, jetzt haben wir uns schon wieder aufgebaut, ne? Jetzt warten wir noch ganz kurz, bis der Fisch fertig ist, Leute. Dann sind wir wirklich auf der sicheren Seite. Eine Kartoffel haben wir in Reserve. Hier ist der Fisch fertig. Kartoffel drauf. Fisch gegessen. Und auf geht's. Eine Reise auf die Plattform. Nimm mal den Speer in die Hand, nicht, dass da Geister hat oder so. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Habe ich nicht das Abbautool? Weißt du, man muss ja wenigstens mal probieren, ob man was machen kann. Nee, zeigt auch nichts an, ne? Ich habe gedacht, dass ich mir vielleicht so einen Stuhl mit rübernehmen kann. Hier haben wir wieder Schrott gefunden. Kunststoff aufnehmen. Ich dachte schon, ich habe jetzt große Wasserflaschen gefunden. Habe ich nämlich immer noch eine ausstehen, die ich bauen will. Ne, ist halt ein kleines Loot-Paradies. Vielleicht findet man hier auch gar nicht so außergewöhnliche Sachen, wie ich dachte. Aber alles mit, gerade Schrott ist wichtig, ne? Zack, zack. Die Spins kriege ich nicht auf. Schön, dass sie sowas eingebaut haben, oder? Eine Lampe, wie gerne hätte ich die mit? Aber ich habe ja eh keinen Strom. Das Telefon. Okay. Ist der Hammer. Die Unterwasserdinger haben wir ja angeschaut. Hier waren wir drin. Da kann ich nichts machen. La, la. Und hier ist auch nichts mehr. Und da vorne war doch aber eine Brücke rüber. Hier will ich hoch, ne? Ich glaube fast, dass mein Alterle hier hochlaufen kann. Ja, geile Geschichte. Die Kisten, die sind nicht zum Looten. Das haben sie aber. Das haben sie aber super hin präpariert hier, ne? Hallo? Leute, einfach mal so, ne? Und irgendwie passt unser Floß auch ziemlich gut dazu, weil es ein Riesenlappen ist, ne? Okay, hier kann man scheinbar sonst nichts machen. Ich gehe mal, schaue ich mir alles ganz komplett an. Das ist ja eine geile Geschichte. Sieht aus wie eine Kantine. Grüß Gott, Alterchen, mein Name. Plastik ist gut, da haben wir nämlich sowieso immer weniger wie von Holz. Hier ist nichts mehr. Ich gucke alles durch. Oh, jetzt müssen wir doch die Schränke aufziehen können. Das wäre Geschichte. Müll. Aber Mülltrennung haben sie gemacht hier. Sehr vernünftig, sehr vernünftig. So, ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Boah! Mein erstes Rezept, glaube ich.
Pilzomelette. Oh, da müssen wir den großen Topf basteln. Ich habe Pilzomelette-Rezept gefunden. Ausgerechnet Pilz. Ach, hier geht's auch hoch. Da brauche ich gar nicht außen rum spritzeln. Sonst haben wir hier alles angeschaut, ne? Glaube ich. Ist der Kasten hier zugänglich? Nee. Und da waren wir jetzt überall drin. Dann gehe ich die Treppe jetzt hoch, ist klar, ne? Schala. La la la. Ist das cool? Hallo, Mahlzeit, Servus, Gläschen. Okay. Au, das wird eine kritische Geschichte hier. Schaffen wir das? Ja, das schaffen wir. Hey, mitten im Meer, ne? Man sollte ja jetzt vermuten, dass da auch irgendwo Land ist. Jetzt bin ich gespannt. Schafft man das? So nicht. Nochmal. Das probiere ich jetzt natürlich noch zwei, dreimal. Ich will da schon hoch, ne? Wenn nicht, muss ich tatsächlich das Floß umswitchen. Und das hätte ich gerne vermieden. Ich glaube schon, dass man das schaffen kann. Man kann es schaffen, tatsächlich. Zimmer, jetzt sind wir am. Alles ist gut. Guck mal unser Flößler an. Da hinten hat er auch wieder rausgebissen, ne? Muss mal halt reparieren dann. So, jetzt sind wir wahrscheinlich hier im Hauptquartier. Schrott nehmen wir mit. Plastik nehmen wir mit. Klimamäßig brauchen wir nichts. Einmal außen rum Geschosse. Hallo? Aber so ein Rezept immerhin, ne? Aber ein Pilzragout, wo krieg ich Pilze her? Da gehe ich dann nachher noch rüber geschwind. Einfach, dass wir es mal gemacht haben. Da kamen wir eigentlich her, ne? Ne, Leute, da ist jetzt nicht irgendwie so ein Trigger oder so irgendwas. Ich habe vermutet, dass wir hier einen Trigger finden. Für irgendwas Spezielles. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich irgendwas übersehen habe, ne? Und dass ich jetzt wegfahre hier. Und der Aufschrei durch die Runde geht. Hier sollte man aber noch gucken, ob man nicht irgendwie hochkommt, ne? Ja, komm, auf geht's. Man muss halt genau schauen. Hier wird es auch nochmal lustig gleich. Beziehungsweise jetzt schon, weil da ist nicht mehr. Ist es geil. Haben wir geschafft. Krasse Leistung. Guckt ihr das mal an, wie schön das alles ist. Hier ist der Müllstrom. Da unten ist unser Flößle. So, jetzt sind wir. Where? Save People? Utopia? Geile Geschichte. Breaking News. All ice will melt. 2 years to rise several hundred meters. Australia completely covered in water. Erde, 20.02.2028. Okay. Hier geht nichts, oder wie? Da haben wir nochmal Kistel gefunden mit sehr viel Zeugs drin. Ob es wirklich ein Utopia gibt oder ist das gar hier das Utopia? Das ist die Frage. Also hier funktioniert nichts, ne? Ich kann es nicht stechen. Ich kann es nicht abbauen. Jetzt dachte ich gerade, weißt du, wo ich so drücke, dachte ich, man kann es doch abbauen. Nee. Hier noch vielleicht versuchen. Nein. Die Wand hätte ich mir echt gern mitgenommen. Leute, ich glaube, wir haben alles, ne? Wir wissen jetzt mehr oder weniger, wenn man es geschichtlich sehen will. Guck mal, wie das auch gleich Licht bekommt. Ah. Den kann ich auch nicht abbauen. Wir wissen jetzt wohl, dass die Erde unter Wasser steht. Dass es vielleicht ein Utopia gibt. Frage. Save people. Where? Vielleicht haben wir ja jetzt doch das Ding getriggert. Und ich finde, mit unserem. Oh, die Musik setzt ein. Und ich finde mit unserem Navigationsgerät jetzt tatsächlich noch mehr solcher Landstellen. Hier probiere ich mal noch. Es kann sein, dass das schief geht. Da komme ich nicht hoch, ne? Da kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Ich sehe aber jetzt, wenn ich hier so hüpfe, auch nicht wirklich was, was ich noch einsammeln kann. Meine Lieben, ich glaube, wir haben es tatsächlich durchgesucht. Schöne Geschichte, der Felsbrocken hat nichts für uns zu bieten. Schönes Ründle. Oh, das hat mir jetzt gut getan. La, 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 lum. So ein gemütliches Gamele. Ich würde natürlich jetzt von hier schon. Oh, unser Alterle kann jetzt sterben, oder wie? Guck mal, der Herzbalken. Ist nichts passiert.
Ich wollte eigentlich einen Jumper machen. Haben wir wirklich alles? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon, da weiß ich nicht, ob ich da drin war. Also hier waren wir überall. Soweit klar. Wir sind hier hoch, ne? Weil dann kann ich hier noch hochgehen kurz. Hier waren wir noch nicht. Vielleicht findet man ja hier auch noch eine Kleinigkeit. Tatsächlich ist noch eine Kiste. Nochmal ein Rezept. Kokosnusshähnchen. Hähnchen und Pilze. Da haben wir doch eine Aufgabe fürs Leben gefunden, oder? Hähnchen und Pilze. Alter, wo gehst denn du hin? Jump. Cool. Geil, geil, geil. Meine Lieben, was eine schöne Runde. Ich würde sagen, wir legen hier wieder ab. Machen wir die... Oh ja, der Wellengang kommt auch. Ich hau den Anker jetzt hoch. Legen wir hier gemütlich... Alter, da kriege ich immer Panik. Begeben wir uns zurück in unseren Müllstrom. Morgen wird ausgebaut. Was wir aber noch kurz machen zusammen, ist die Batterie hier rein, die neue. Und gucken, ob es ein neues Signal anzeigt. Das würde ich gerne noch machen. Warte mal, kann ich den Wimpel jetzt noch bauen? Da haben nämlich auch einige schon vor längerer Zeit geschrieben. Bau den Wimpel, dann siehst du, wo der Wind herkommt. Seil und Nägel. Bauen wir uns kurz das Wimpel auf. Und dann stellen wir uns mal direkt in den Wind, Leute. Fehlt da eine Kiste? Nee. Seil und Nägel. Machen wir die Rezepte hier rüber. Topf, ich brauche den Topf. Dam, die dam. Dam, 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 dam. Bauen Sie den Wimpel. Sie alter Simpel. Wo hauen wir den hin? Am besten erstmal zum Segel da. Oh, das ist eine schöne Geschichte. Ne, dann mache ich es hier hin. Vorübergehend, wie gesagt. Okay, das heißt, ich hau jetzt das Segel hin. Flupp. Und. Aber dann steuere ich genau aufs Gerät hier zu. Das wollte ich natürlich nicht. Muss ich erstmal gucken, dass ich hier wegkomme. Es funktioniert trotzdem, ne? Mit dem Wind. Ne, wir hängen jetzt hier richtig blöd fest. Ich kann natürlich jetzt versuchen, gegen zu paddeln, aber bei dem Wetter. Ah, das geht. Da ist halt die Mechanik noch nicht so ausgreift. Normal kannst du das nicht mehr mit dem Paddel bedienen. Da musst du weg. Ich krieg da regelrecht Panik, wenn die Wellen kommen. So, mein Freund. Jetzt hier rüber. Lass mal da dran vorbeiziegeln. Das war zu gewollt. Ja, Haifischle, du kommst mit. Ohne dich wäre es ja alles nix, ne? So, Wind ist immer noch von da. Guck mal, der dreht echt tatsächlich so mit, ne? Sehr schön. Halt. Na, da muss man richtig hin, sonst haben wir ein Problem. So rüber. So stehen wir ungefähr ziemlich krass im Wind. So, meine Lieben. Wir sind wieder auf Kurs. Das war echt cool. Das war echt cool. Alles klar, dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier einfach einen kleinen Hardcut. Ich nehme gleich die nächste Folge hinten dran auf. Dann werden wir beim nächsten Mal die Batterie wechseln. Ich räume jetzt dann beim nächsten Mal auch mit euch zusammen die Sachen weg, ne, die wir noch im Inventar haben. Dass hier schön leer ist, Futter und so. Machen wir alles zusammen. Ich habe nicht so viel Vorbereitungszeit leider. Und dann geht es bei uns natürlich klassisch weiter. Ich freue mich auf die nächste Runde. Ich bin sehr gespannt. Müssen wir halt jetzt mal gucken, dass wir den Topf langsam bauen. Dass wir auch die Rezepte dann mal irgendwie, dass wir schauen können, wie das halt alles funktioniert, ne? Aber ich glaube, wichtig wäre, ein nächstes Signal zu suchen. Beziehungsweise, ich mache jetzt den Schnitt und dann fangen wir mit dem Signal an bei der nächsten Runde. Ich freue mich auf euch. Bis dann.